Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um die Lipotec G-Rail mit Stopplichtfunktion. Das ist dieses Teil. Ich zeige euch mal, wie sie funktioniert, wenn man fährt und bremst. Soll sie so aufleuchten. Das Problem ist, hin und wieder ist es so, wenn man fährt und der Boden ist nicht ganz so, dann wackelt sie und dann geht es auch mal an. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir ist es natürlich hin und wieder mal so, aber nicht in der Regel. Das ist nicht die Regel. Sie funktioniert sonst einwandfrei. Also ich bin zufrieden damit und dass sie mal aufblinkt, okay, das ist denn so, damit muss man leben. Aber das soll, so soll es funktionieren und damit bin ich zufrieden. So, das ist die Liteco G-Ray mit Bremslichtfunktion. Die habe ich ja auf meinem Schutzwerk angebaut. Ich packe die mal aus, dann könnt ihr mal schauen, was am Lieferumfang dabei ist. Ne? So, das ist der Lieferumfang. Einmal die Lampe, ganz klar. Dann Bedienungsanleitung, zwei Adapter für eben halt Rohrgrößen und einmal ein Ladekabel. Was wieder nicht dabei ist, ist der Ladestecker. Den hatte ich ja vorhin schon einmal erwähnt. Das ist dieser hier. Wie gesagt, den hat man natürlich immer beim Handy dabei für USB und das Ladekabel liegt dabei. Ne? Also wie gesagt, das muss man natürlich sich besorgen. Oder hat man im Handy, das denke ich mal, ist eigentlich im Haushalt schon irgendwo immer zu finden, so ein Teil. So sieht es natürlich aus, wenn jetzt die Schutzbleche dran sind. Die sind schnell angebracht, das war 2 Minuten, dann sind sie dran. Und ich habe die natürlich mit der Lampe hinten ausgestattet, mit der G-Ray, mit Stopplichtfunktion. Hinten sieht man das, das ist total in Ordnung. Damit ich auf jeden Fall gesehen werde, weil woanders angebracht sieht man sie nicht mit dem Schutzblech, verdeckt das ja komplett. Ich habe mein Rücklicht natürlich am Schutzblech angebracht, dafür habe ich es ein bisschen ausgeklinkt und mit einem Kabelbinder habe ich das nochmal gesichert, damit das nicht verloren geht. Das Rücklicht ist im Allgemeinen schon sehr hell. Und dann jetzt hier bei der Stopplichtfunktion, super, ne? Und wieder, gar nichts übersehen. Hat natürlich hin und wieder mal ein paar Störungen, wie jetzt gerade. Das soll natürlich nicht sein, aber mich stört es nicht weiter. Das kommt mal vor, wenn man sich bewegt, wenn man aufsteht zum Beispiel, gleich kommt es. Da könnt ihr das dann direkt sehen. Jetzt, wenn was wackelt und so, das ist dann eben halt nicht so schön. Aber mich hat es nicht weiter gestört. Kommt mal vor, aber im Großen und Ganzen ist sonst die Lampe wirklich super. Hier jetzt nochmal ein Zeitlupe. Aufstehen, jetzt leuchtet sie. Und das war's.